So Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzell Nummer 107. Ich weiß, es ist schon ewig her, wo ich das letzte Marco Verzell gedreht habe. Aber heute ist es soweit, besser gesagt, es ist notwendig. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können hinter mir, aber es wird immer schlimmer. Auch wenn ich die Marco Verzell drehe, die Pakete werden immer mehr, Freunde. Und ich kann euch schon mal heiß machen auf ein ganz kleines Unboxing. Und zwar, ihr wisst ja, unser Clan, oder besser gesagt, ich und unser Clan, wird gesponsert von Gigabyte Aorus. Und die haben mir tatsächlich ein komplettes neues Setup geschickt. Das ist wirklich alles, was sie haben, haben sie mir geschickt. Die sind extra mit dem Bus vorbeigekommen und haben die Scheiße mitgebracht. Habe ich gerade Scheiße gesagt? Das ist keine Scheiße. Ups. Das gibt eine Anzeige. Auf jeden Fall haben wir alles. Wir haben hier Monitore, wir haben hier ein komplettes PC-Setup mit Grafikkarte, SSD, Festplatte, Intel i9900K, 5000 Millionen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das ein krasses Unboxing. Es werden insgesamt zwei geben, aber heute geht es natürlich darum, dass wir heute ein bisschen Sachen auspacken. So, Fanpakete, boom. Das hier und noch dieses Koffer hier. Dieser Koffer ist sehr interessant. Den habe ich aus Versehen ausgepackt, Freunde. Das wurde mir tatsächlich an die Postbox-Adresse geschickt. Entweder war das ein Fan oder es war die Firma selber. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist kein Product-Basement. Aber was da drin ist, ist schon auf jeden Fall schon richtig geil. Aber das werde ich euch gleich zeigen. Ich würde sagen, mit was fangen wir an, Freunde? Wo ist eigentlich mein Messer? Das hier. Oh, grüne Schrift. Das kommt mir jetzt schon sehr bekannt vor. Was ist da? Irgendwas Grünes. Oh, was? Ist das eine Xbox? One S! Das hängt bei mir schon Ewigkeiten. Hier rum! Eine Xbox! Oh mein Gott, und was ist das denn hier? Xbox Game Pass! Was auch immer das heißen soll. Das sind Schnürsenkel, wie cool. Nee, wir beschäftigen uns nicht mit der Xbox, sondern mit dem Schnürsenkel hier. Ohne Witz, dieses Paket ist bei mir schon Ewigkeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass hier eine Xbox drin ist. Ich dachte, das wäre irgendwie ein kleines Geschenk. Das sind echt Schnürsenkel! Was? Cool! Da sind einfach Schnürsenkel drin. Und hier ist eine Karte. Warte mal, ich muss mal gucken, dass ich das nicht zeige, oder? 24-monatige Membership. Das heißt, ich habe hier einen Code. Mit diesem Code kann ich 24 Monate kostenlos eine Partnerschaft hier beantragen. Das ist ja nice. Vielen, vielen Dank an Xbox. Ich packe das mal aus, oder? Guck mal, es ist noch versiegelt. In weiß. Was ist hier drin? Oh. Klar, das ist schon rausgefallen. Bester Unboxer aller Zeiten. Ihr merkt schon, ich bin aus der Übung. Oh, das ist der Controller. Nice. Look at this, in weiß. Noch die Kabel. HDMI. Batterien. Kommen auch mit dabei. Und jetzt hole ich mal das Schmuckstück raus. Einfach meine Xbox in weiß. Oh mein Gott, look at this. Oh, hier sind einmal die Spiele Forza. Dann haben wir einmal Sea of Thieves. Das habe ich tatsächlich mal da gekauft. Kam ich gar nicht mit klar. Und Minecraft tatsächlich. Und das alles hat hier einen Code hinten. Das kann ich alles for free installieren. Also die Spiele kommen jetzt alles als Blätter und als Codes für diese Xbox. Ihr braucht keine, ja, kein Laufwerk mehr, besser gesagt. Seht ihr das hier? Was soll das denn sein? Hier ist ein riesen Loch. Geil. Vielen, vielen Dank an Xbox, die mir das vermutlich zugeschickt haben vor, keine Ahnung, wann ist die Xbox rausgekommen? Das war wirklich jetzt eine Überraschung, habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Kleinigkeit oder sowas. Oder vielleicht mal ein Controller oder was auch immer. Aber richtig heftig. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich komme mir gerade vor wie beim Spring Break. Als hätte ich gerade meine... Ihr wisst, was bei Spring Break passiert, oder? Da zeigt man dir, also da zeigt man und dann kriegt man so Ketten. Ich war noch nie da. Wer aber gerne. Frau, es ist nicht so, wie du denkst. Komm, nicht mit dem Nudelholz. Okay, Freunde, erstes Paket war schon sehr überraschend. Vielen Dank. Let's go. Wir haben hier einmal von Maximilian und einmal von Alexander. Was klingt besser, Freunde? Das klingt alles wie Weihnachten. Das klingt weihnachtlicher. On the road, Inge. Übrigens, wenn ihr mir jetzt Pakete zuschicken wollt, kommen die zu 100% nicht bei Marco Verzell dran, denn ich habe tatsächlich kaum noch Fanpakete. Da ist noch eine ganze Box da drüben, aber die ist dann
auch leer beim nächsten Mal. Das heißt, wenn ihr mal schicken wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Foxpost-Adresse. Schickt mir gerne was zu, wenn ihr wollt. Es muss nichts Teures sein, aber ihr müsst auch nicht den ganzen Müll aus euren Kinderzimmer schicken. Es reicht auch einfach irgendwas Selbstgebasteltes oder irgendwas Cooles. Wie gesagt, ihr müsst kein Geld dafür verwenden. Wenn ihr unbedingt bei Marco von Zelt rauskommen wollt, dann seid ihr auf jeden Fall gut bedient, wenn ihr es jetzt schickt, weil dann kommt es 100%ig dran. So, darf vorgelesen werden. Alles klar, lieber Topolis, ich gucke dich seit 3 Jahren und habe beschlossen, dich auch mal ein Paket zu schicken. Ich hoffe, du magst die Süßigkeiten. Ich hoffe, die sind noch gut. Ich schwör's dir, die Wacke hängen schon Ewigkeit hier. Schau einfach. Sprachen lernen, Bubble. Schau fast jeden Tag in der Video, sehr gut. Hier hast du einen YouTube-1-Million-Button. Dankeschön, lieber Alexander. Wir haben hier einmal Sticker von 2018. Das wollte ich ja haben für den FIFA World Cup 2018 Buch. Dankeschön. Es ist auf jeden Fall früh genug angekommen. Ich habe es halt nicht ausgepackt. Wir haben hier Center Shocks. Lecker schön. Ah, das hat Krach gemacht. Okay, dann müssen wir versuchen, alle Bällchen da rein zu tun. Nerf-Pfeile immer sehr willkommen. Ich habe hier extra so eine Nerf-Pfeil-Box. Da kommt alles rein. Eine Blume. Ah, es riecht nach Plastik. Ja, okay. Sehr schön. Das ist für meine Frau, oder was? Dankeschön, lieber Alexander. Sonst haben wir nichts mehr drin. Selbstverständlich kriegst du was zurück. Hier ist eine Marke drin. Immer wichtig, Freunde, tut eure Adresse drauf und klebt das direkt drauf. Dann habe ich dieses Problem nicht. Ich muss dann nur ein bisschen Tutu-Cash nehmen. Ja, da rein tun. Meine Autogrammkarte da rein tun. Du eins oder zwei. Ein paar Sticker. Und dann bekommt ihr das zurück, Freunde. Und das so schnell wie möglich. Vielen Dank für die Einsendung. Weil Briefe bekommen wir tatsächlich sehr, sehr viele. Und ja, je einfacher ihr das für mich macht, desto schneller geht es dann zurück. So, machen wir das nächste Paket auf von Maximilian. Zack, zack. Oh mein Gott, was soll das sein? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Oh, Deutschland, Armbändchen. Klar, danke schön, nehme ich sehr gerne. So, Flummis. Irgendwann sind die hingeflogen. Noch mehr. Zwei Punkte. Oh, cool. Ich glaube, das ist ein Fußballfan. So, was hat er noch geschrieben? Hier ist irgendwas geschrieben. Ich bin 7 Jahre. Hallo. Viele Wiedersehen. Hab dich lieb. Ha! Gay! Ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber vielen Dank. Auf jeden Fall für die ganzen Sachen hier. Hier irgendwas von FC Köln gegen Bayern München. Das ist aber auch schon bestimmt schon ewig her. Und Tickets! Das sind echte Tickets. Saison 2017, 2018. Ich glaube, ich kann dir zeigen, sind das echte Tickets. Hat er mir echte Tickets geschickt für 0 Euro? Oh mein Gott, danke schön für die Tickets, aber ich glaube, ich bin zu spät. Ich bin zu spät! Vielen, vielen Dank. Mein Gott, ich hätte doch lieber Marco Zell vorher aufmachen sollen. So, was haben wir noch hier? Das ist einmal von Notebooks billiger oder was soll das sein? So, von wem ist das hier? Oh, mein Ex. Oh. 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 Was ist das? Ey, von wem ist das? Logistikcenter. Jet Service Marketing. Also, irgendeine Firma hat mir das geschickt. Vermutlich Omen. Bei HP. Würde ich mal schätzen. Was haben die mir geschickt? Die haben hier. Wow, wow, wow. Was ist das? Ein T-Shirt. Zieh ich an. Einmal ausprobieren. Wie sieht's aus? Gut? Ich glaube, hier ist noch was. Sind das Hoodies oder sind das alles nur T-Shirts? Das sind ja alle Größen hier. Das sind alles T-Shirts von Omen X. Oh mein Gott, wie viele habe ich denn hier? Oh, hier ist noch ein Hoodie. Ich wusste, dass es noch ein Hoodie gibt. Das ist nur einer. Für mich, vermutlich für mich. Oh, das riecht nach einer Verlosung, Freunde. Oh, cool. Das fühlt sich nice an. Look at this. Das kommt so richtig raus. Wie sieht es aus? Hat es irgendwelche Aufschriften? Ja, keine Aufschriften. Das ist alles komplett schwarz. Also, es ist schon ziemlich dezent, was es angeht. Was das Branding angeht, da ist wenig Branding drin. Hier ist, was steht hier drauf? Omen SPL SPLI. Splü. 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 So, das riecht für mich nach einem kleinen Verlosen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar Sekunden später. Okay, warte mal. Ich würde sagen, ich behalte 1, 2, 3, 4 für den Clan. So, 4 für den Clan und 5 für euch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so richtig, fragt Tutu in die Kommentare mit und stellt eine Frage. Und beim nächsten Mal erzählt, wenn ihr mit der Frage drankommt, seid ihr die Gewinner von einem dieser T-Shirts. Wie gesagt, es sind verschiedene Größen. Wer zuerst kommt und mir ihre Größe sagt, gewinnt. Ich habe hier einmal XL, L, M. Ich habe wenige S. Und ich weiß, dass die meisten Zuschauer kleiner sind. Und ich sehe einen S. Und mehrere M's. Deswegen, ihr müsst auf jeden Fall sehr schnell sein. So, Leute, ich wünsche euch dabei viel Glück. Nicht vergessen. Hashtag fragt Tutu eine Frage reinstellen. So, nächstes Paket. Was haben wir denn? Oh, ich weiß, ihr seid gespannt auf dieses Ding hier. Aber das kriegt ihr nicht. Ich bin ich!
Ihr wisst ja, ne, ich habe einen eigenen Shop, tudoshop.de, und Yukawai betreibt das für mich. Deswegen, wenn ihr vorbeischauen wollt, könnt ihr es gerne machen. Wir haben immer wieder neue Produkte auf der Website und besondere Produkte. Und zurzeit gibt es bei Gamer Subs zum Beispiel, das ist unser God Mode Energy Drink für unsere Gamer. Das trinken meine Clan-Kollegen sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist erst ab 18. Passt schön auf, nicht so viel davon trinken. Das ist immer noch ein Energy Drink, Freunde. Und ich selber trinke wenig davon, aber meine Kollegen trinken das nach jedem Turnier, und die fühlen sich dann besser damit. Ich mache diese Kooperation übrigens für meine Jungs, die lieben das. Und jeder, der im Clan ist, bekommt immer so eine Dose. Und im Moment haben die ein Sonderangebot. Guckt gerne rein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Oder geht einfach auf der Webseite tudoshop.de. Dort findet ihr auch die Getränke. Das ist ein Skateboard. Ah, die machen mittlerweile auch Skateboards, Freunde. Was soll das sein? Oh, eine Frau. Seht ihr das? Hier ist der Tanga. Oh, lecker. Aber das Skateboard sieht schon auf jeden Fall schon nice aus, oder? Vielen Dank an Yukawai. Meinst du, ich schaffe einen Olli mit meinen Hausschuhen, wenn ich das schaffe? Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich hoffe. Okay. Wenn ich einen Olli schaffe, Digga. Das war ein Olli! Mein Fuß ist leider nicht drauf gelandet. Okay, komm mal, Boys, mit Hausschuhen. Let's go, Boys! Jawoll! Ey, das sieht schon sexy aus, ne? Ab zu meinen Skateboards dahin. Okay! So, als nächstes machen wir das Ding auf. Darauf hat jeder gewartet. Was ist das denn hier? Trust Master. Ich habe es aus Versehen aufgemacht und ich weiß auch schon ungefähr, was da drin ist. Als ich es aufgemacht habe, dachte ich mir so, ne, das muss ich bei Marco Verzelt auspacken. Wie gesagt, das war in meiner Postbox. Ich bin völlig außer Atem, Digga. Ich sollte wieder trainieren gehen. Ah, scheiß drauf. Okay, Leute, seid ihr bereit? Aber weißt du was? Ihr müsst näher kommen. Das ist einfach zu geil, glaube ich. In Filmen sieht das viel cooler aus, als wenn ich das mache. No boosting required, was auch immer das heißen soll, aber das ist schon vielversprechend, oder? Seht ihr das? Mein RTL! Das sieht ja mega mäßig aus, Freunde, oder? Guckt euch den Controller an. Oh, das ist ein PlayStation-Zeichen. Ist das auch ein Originalcontroller von PlayStation? Yes. Und das Besondere bei diesem Controller ist tatsächlich, ihr könnt euren eigenen Controller customizen. Das heißt, ihr nehmt euch so ein Ding hier und fertig. Und solltet ihr mal ein bisschen den Controller kaputt machen oder sollte das Ding beschädigt sein, macht ihr den hier, tut es da rein und nehmt den nächsten. Bam! Ist das nicht cool, Freunde? Freunde, ich gebe euch schon mal einen kleinen Teaser. Diese Firma hat nichts damit zu tun, aber tatsächlich werden wir eigenen Controller produzieren, und ich habe schon ein paar davon gesehen und die sehen wirklich mega mäßig aus, Leute. Wir werden jeden Controller mit unserem eigenen Design, unserem eSports Logo und wirklich ohne Scheiß, ich sage das selten, aber dieses Produkt sieht einfach zu heftig geil aus, und demnächst kommen die, und ja, ich mache daraus ein Unboxing, dann werdet ihr die sehen und dann könnt ihr die tatsächlich kaufen auf tudoshop.de. Ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, diese Firma hat nichts damit zu tun, das war entweder ein Fan, der mir das geschickt hat, oder die Firma selber. Das ist kein Product Placement, verspreche ich euch. Also der Controller gefällt mir auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was man hier noch so machen kann. Was ist das? Das sind die Seitenteile. Ich mal gucken, wie man das hier abmachen kann. Kann ich das mit einer Hand? Oh ja, das ist einfach nur magnetisch. Und pop. Das ist ja geil. Boah, einfach. Den könnt ihr komplett customizen bei euch zu Hause. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu unten in der Videobeschreibung posten, weil ich weiß, dass viele davon euch fragen werden. Und wie gesagt, also ihr habt einen Controller, aber viele Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Guck mal, sieht das aus mit Magneten. Die Frage ist ja auch, ich kann es natürlich nicht beurteilen, ob das auch gut ist im Game. Ne? Also solche Sachen, die man so ansteckt, ob das immer gut ist, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass die Verbindung halt nicht so ausreichend ist, weil das, wie gesagt, ist halt nur ein Magnet. Und es kann sein, wenn ihr zum Beispiel so zur Seite drückt, dass es sich das Ganze ein bisschen anhebt. Ihr seht das auch schon, seht ihr das? Ihr könnt das nicht sehen, aber wenn ihr zum Beispiel so fest drückt, dann kann ja passieren, dass ihr dann so ein bisschen den Kontakt verliert. Und wie gesagt, das muss man in dem Praxistest einmal testen, ob das wirklich so gut ist, wie es erscheint. Aber an sich fühlt sich der Controller mega mäßig an, gefällt mir auch richtig gut. Und ich habe hier ein Kabel, das ist auch sehr interessant. Ich gucke mal ganz kurz, wie lang das Kabel ist. So lang ein Kabel, ja, guck mal, der ist auch mega lang. Ja, schon fast gedacht, also das ist 1 Meter, 2 Meter, fast 3 Meter, Leute. 3 Meter ist das Kabel lang. Was das kostet, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich verlinke das unten, guckt es selber rein. Wie gesagt, das ist kein Product Placement. Vielen Dank, ich fand es einfach nur, die Idee einfach mega geil. So, Freunde, sehr, sehr nice. Also, gefällt mir.
Die Idee einfach mega mäßig. So Leute, das war Marco Verzelt Nummer 107. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal auf jeden Fall einen Däumchen nach oben da. Auf die Seite kommt zum weiteren lustige Folgen von Marco Verzelt. Links und rechts findet ihr alles Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt damit kann ich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und nicht vergessen, Hashtag FragTutu. Stellt mir eine Frage für nächstes Mal Marco Verzelt. Und dann seid ihr dabei und dann gewinnt ihr so ein T-Shirt. Ich wünsche euch dabei viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!